nach einer Szene und springe noch random herum. Doch ich habe gerade einen Bug entdeckt. Sehr richtig, einen Bug. Der Ghost of Tsushima Bug nennt sich. Warte, ich muss noch bei den Orbs finden oder sowas. Irgendwas verbuggt, das weiß ich. Genau hier. Buggy am Start. Der wahre Ghost. Ich denke vermutlich, Baum, Sparta. Moin. Doch ich kann euch eins sagen. Wenn ein Baum ist, dann kann ich nur Baum sagen. Und in jedem Fall bin ich davon der Stimme zu arbeiten. An meiner Rüstung zerbrechen die Mongolen Waffen. Aber Baum ist nur noch Baum. Und momentan ist nur ein Mod dran namens Stream Element. Ein OBS, den ich auf PlayStation verwende und keine Capture Card habe. Jetzt wird auch Rest in den Stream zeigt nicht. Kann ich leider nicht meinen Bot verwenden. Hey, nicht so gucken. Fürst Sakai. Insofern beginnen wir auf die Tube. Was ist los? Mongolen sammeln sich in der Nähe. Bereit zum Angriff. Wir sollten zur Burg Kaneda fliehen. Flieht und die Mongolen werden euch jagen. Keiner von euch wird die Mauern Kanedas erreichen. Maximal. Aber unsere Hände bleiben sauber. Erzählt dem Dorf, was ihr für es plant, Hotchi. Das will ich sehen. Vor allem, schreib mal Dynamik-Button ziehen. Das sollte euch wichtiger sein als die Meinung anderer. Als YouTube. Erst lauft ihr Enjo nach. Jetzt Fürst Sakai. Eine Art könnt ihr Wiederholung, nicht selbstständig denken? Na, jetzt habe ich jetzt nehmt halt enden, aber das Namen nicht in den Mund. Genug. Ist doch nur Quatsch. Norio und ich übernehmen das Kämpfen. Was ich meine ist, der Rest kann sich verstecken. Ich habe keinen Bock auf den Schub aufgehört zu werden. Nicht. Das ich ist eigentlich nur mein nicht, aber ich bin kein Feigling. Und so beginne ich Geister im Himmel in Ghost of Tsushima. Wenn das Sushi blitzt. Ich sehe mich im Dorf um. Mal sehen, was wir schnell zur Verteidigung aufbauen können. Schaut alle um euch. Macht euch bereit zum Verstecken. Wir verteidigen ein Dorf. Eines dieser Dächer sollte gehen. Aber erstmal. Wenn ich immer noch toll, dass ich einen Bug entdeckt habe. Ihr müsst euch alle hier versammeln. Als bringt eure Familie. Wirklich ich entdeckt habe. Aha. Ey, jetzt im Creed hätte man. Da keine Nachteile, aber hier schon. Am besten perfekt. Keine Mauern. Die Mongolen können von überall her angreifen. Da schon, Mongolen greifen überall. Kommt alle her. Nicht weglaufen. Aber wir in den Sumpf. Mongolen kann ich auch. Die Leute werden getrennt. Leichte Beute. Und schon. Wo muss ich noch beobachten? Chen Sakai. Fehlt noch jemand? Wenn ich ehrlich bin. Dort können sie sich verstecken. Chen Sakai, Original, Alkoholiker. Spaß. Wegen dem Namen Chen. Und Chen ist auch. Eine Alka. Gefäße. Ein bisschen Schwarzpulver in den Weihrauch. So wird der Rauch schön dicht. Und schon reicht als Deckung. Norio und Hotchi bringen alle zum Tempel. Ich kümmere mich hier um die Mongolen. Dann geben sie mir die Schuld, nicht den Dörflern. Mein Herr, wir haben alle versammelt. Gut, dann fangen wir mal an. Bringt sie zum Tempel. Ich lasse euch nicht allein kämpfen. Wenn die Mongolen zum Tempel kommen, wer beschützt diese Leute? Verdammt, ich muss immer noch meine Bordeinstellung machen über mein Anime. Haltet die Naginata bereit. Den Black Clover. Ich schulde euch einen Krug Sake für Hotchis Gesellschaft. Ebenso wie ich noch mein Profil ändern muss. Hergehört! Mongolen kommen hierher. Folgt mir zum Tempel. Auf die Mongolen wartet der Zorn eines Samurai. Bitte, herhören! Der Zorn des Tut, Samurai. Was Norio sagt! Wir suchen Unterschlupf im Tempel! Jedenfalls. Schnell!
Alle Mann zum Tempel. Bewegung. Nehmt eure Familien mit euch. Lasst niemanden zurück. Alle zum Tempel. Kann ich nicht mehr fragen, jetzt habe ich noch so viel Bilderinnerung gemacht. Dann nicht mehr Tank TV und Grün ist am Start, sondern Gold. Und Gold ist für mich best. Ich weiß nicht warum, aber Gold wird eine Eigenschaft von mir sein, die vielleicht für mich auch als eingebildet bleibt, aber Gold trollt. Und ich muss immer noch weitere Dinge finden. Denn wenn Gold nicht rollt, bin ich auch nicht Tom TV. Ich brauche eine Stelle am Dorfrand zum Warten. Finde einen Ort. Ich verstecke mich im Kornspeicher. Das ist Kirk Tsushima. Der Sushi ist mit uns. Ghostbusters. Und somit streuen wir ihn hinterher rum. Sie sind hier. Ich muss die Räuchergefäße entzünden. Hoffentlich mögen die Mongolen Rauch. Jedenfalls denke ich nur an eine Sache. Warum habe ich ihn nicht mit einem Attentat umgebracht? Ach ja, stimmt, ich war mit einem Chat beschäftigt.
Alles im Chat. In zwei. Einer. In Lok. Moin, Loka. Hier ist immer was gut. Oh, keine Loken. Nicht mein Ding. Aber ich hoffe, dass das Streamqualität ist. Gut ist. Doch, ansonsten habe ich noch keine Feldwechselbenachrichtigung gesagt. Norio! Fürst Sakai! Glückwunsch, Tommy TV, du hast einen Boss gekillt. Jetzt bin ich immer noch dran arbeiten, meine Profile wieder zu machen. Deswegen Gold hat in der Dame heute geklappt. Deshalb hatte ich in Twitch Gold. 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 Jetzt könnte man zu mir denken, du dreckiger Samurai. Aber ich sag nur eins. Was ist passiert, Doria? Dreck ist ich sauber. Habe gekämpft. Ich bin Dreck ist ein rein. Mongole schlich sich von hinten an. Hochi warf sich zwischen mich und seine Waffe. Ihr beide seid tapferer als viele Samurai, die ich kenne. Und deshalb lerne ich gleich eine neue Technik. X-Techniker X. Ich wusste nicht, dass er hinter mir war, bis ich den Schrei hörte. Mach leider kein YouTube mehr. Ehe ich mich umgedreht hatte, war er tot. Aber wie ich mich so entschieden habe, Gold zu machen, ist pur Zufall. Immer wenn sie den Deckel der Grube hoben, wurden wir geblendet. Aber wir reden mal weiter in Ghost of Tsushima. Diesmal, wenn Multiplan stank einer ist, von ihnen nach Sake. So, ich fühlte Hände, die mich Tagen hochzogen. Aber mein Bruder stürzte sich auf sie. Lass mir mal so einen Abendstream machen. Er war hungrig. Verwundet. So ein Multistream, aber er kämpfte. Ich den Link schicke. Er kämpfte so dann, sehr. Dann zocken wir. Norio. Und das war's. Ihr müsst das nicht. Doch. Und ich nehme ich muss. Schütze oder Rollen. Andererseits Samurai. Kann ich mir sie noch überlegen. Sie ließen ab von mir. Doch Ghost ist und eher nahmen nicht so mein Enjo. Ding. Sie mit holten Ghost meinen ich Bruder. Ich dass ich eher abkratze. Und deshalb alle Männer, kann ich auch die nach nur Süden ritten vom Zedern-Tempel. Alle Mist sagen, wenn ich deshalb alle die ganze Zeit tot deshalb sage. Außer mir. Aber mein sie verdienen Black zu leben. Clover.
aber ich verdiene den Tod. Oder auf meinen Link. Amens. Ich dachte genau dasselbe nach Komoda. Namens. Viele Male. Ausrufezeichen. Anime. Ich weiß nicht, warum wir überlebten, Norio. Aber wir leben. Und diese Menschen zählen Gott, auf uns. Nicht. Mehr haben sie nicht. Die Menschen von Akashima sind am Leben dank euch. Antworte. Vergesst das nicht. Denn sie tun es auch nicht. Zu Ace. Ich versuch's nochmal. Oh, anscheinend habe ich einen Fähigkeitspunkt. Daran reagiert's. Aber mit. Ah, jo. Beim Bot habe ich eigentlich nur das I vergessen. Und schon hat es eigentlich gut geklappt. Nur leider kann ich Spandau dazu sagen, dass ich dauernd nur einen Teil schaue. Oder oft. Aber ist auch nicht schlimm. Hier wollte ich weiter ankommen. Und dann rennen. Norio meinte, ein Tempel in Kushi braucht unsere Hilfe. Rennen. Ich wollte auch hier reisen. Ryuzo. Warum er uns verraten hat? Obwohl er ein Freund von. Ah, das war Stuhl. Obwohl er ein Freund von Jin Sakai ist. Oder Rivale. Aber ich glaube, das war ein einfacher Trick der Mongol. Falls du auch die Leute. Ja. Gib ich was zum Essen. Dann verlangen die Mongol von dir. Und wie Ryuzo, auch ich weiß, von der Jin Sakai. Und Fragi, Jazzer, die Mongolen sind lustig. Aber sind sie auch bäumig? So, Zuza. Einfach nur sie. In zwar nach meiner Meinung höre ich mich von der Stimme her anders an, aber jeder hört seine Stimme anders als der andere. Um euch ist es zu umlegen. Man hört seine Stimme als irgendwie schrecklich von sich selber, aber du weißt irgendwie Chat. Also was ich meine ist, du, also man macht. Ah ja, man macht zum Beispiel. Seid vorsichtig, meine. Oder man hört Aufzeichnen von sich, dann hört sich schrecklich an, aber wenn man sich selbst hört ohne Aufzeichnung, dann ist es irgendwie anders und dann, wenn der andere hört, ist es auch noch was anderes. Zum Beispiel Fari, die hat eine legendäre Werbestimme. Oder Jetta. Seine Stimme ist auch gut. Oder besser. Wer weiß, ich finde es leider schade, dass er verschnupft ist. Was ist hier passiert? Wir gingen die Straße entlang und hörten Schreie, als wir hier ankamen. Mystische Fähigkeit war es schon zu spät. Sie haben sich gegenseitig getötet. Nein. Es war das Phantom von Yarikawas Ach, Ventem. Ein Phantom. Ich kenne nur so eine Kinderserie. Ihr kennt nur einen Teil der Geschichte. Für euch, aber nicht so alles. MTV-Ding und so.
Manchmal vor langer Zeit waren die Samurai des Yarikawa-Clans die geschicktesten Schwertkämpfer unserer Insel. In jeder Generation wurde einem Fürsten das Familiengeheimnis anvertraut. Eine tödliche Technik namens Tanz des Zorns, die die Abwehr jedes Feindes durchdringt. Meister des Tanzes des Zorns wurde Fürst Tokiyasa Yarikawa. Sein Volk liebte ihn. Doch er missgönnte dem Shimura-Clan seine Macht. Ah, in seiner Gier nach Kontrolle begann er eine blutige Rebellion, die zahllose Leben forderte. Und dass der Kai seinen eigenen Clan entwickelt. Fürst Shimuras Vater und Brüder fielen Yarikawas Tanz des Zornstechnik zum Opfer. Doch mit Hilfe des Sakai-Clans schlug Shimura die Rebellion nieder und richtete Fürst Yarikawa hin. Also, bevor er starb, so schwur der Verräter sein unterworfenes Volk vom Grabe aus zu rächen. Heute bringt sein Volk seiner Seele in den Schreinen der Ruinen Alt-Yarikawas Opfergaben dar. Es erfleht den Tod seiner Feinde. Und der Geist von Yarikawas Rache antwortet ihnen mit dem Tanz des Zorns. Den Himmelschlag. Ihr glaubt, dieses Phantom hat die Männer getötet. Sie waren Händler, bekannt dafür, ihre Kunden zu betrügen. Sie erzielten Profit durch Betrug. Hat jemand für ihren Tod gebetet? Die Schreine quellen über vor Opfergaben für das Phantom. Sie bitten um blutige... Streampause. Beziehungsweise. Geh auf Toilette. Jetzt geht's weiter mit Ghost of Tsushima. Und so erfahren wir mehr. Ich kontaktiere Shogun wegen Samurai-Verstärkung. Rekrutiere Menschen von Akirama. Beschaffe Familienausrüstung des Sakai-Clans. Vergeltung. Wie finde ich diese Schreine? In eine Handvoll Stroh und Blütenblätter werden verbrannt. Tsushima. Um Rauch der zu erzeugen. Präsentiert. Damit das Phantom die Gebete erhört. Jetzt habe ich zum Himmel auf, mein Herr. Ghost of Tsushima. Der Sushi präsentiert Japan. Der Phantom von Yarikawas Rache. Seid vorsichtig. Die Menschen hier haben die Rolle eures Clans bei ihrem Untergang nicht vergessen. Das war vor langer Zeit. Nicht für sie. Oh Gott. Nach weißem Rauch. Ich hoffe, es hat das Nebel gemeint. Nein. Der Nebel ist wohl nicht. Was ist es dann? Ich schaue mich einfach herum. Pferd! Nicht gelandet. Und
kämpfen wir die Ruinen. Hätte nicht gedacht. Hätte nicht gedacht, dass das in die Ruinen genau sind. Jetzt reicht halt dieses. Ich werde diesen Schlag holen und dann. Wieso Raum am besten mal beim Fragezeichen? Oh, da ist der weiße Rauch. Rauch. Gesucht, gefunden. Ein Opfer für das Phantom. Ghost of Tsushima. Der Sushi präsentiert Japan. Im Lager überlebt. Ja, ich hab's doch überlebt von der Schlacht. Wenn man es mal in Ghost of Tsushima nimmt. Manchmal frage ich mich, warum wollen die Mongolen die Sushi haben? Es gab doch keinen Sushi. Ein Schreiben für das Phantom von Yarikawas Rache. Da ist eine Nachricht. Ah, ja. Eitaro hat unser Volk verraten. Er ist im Lager in der Nähe. Vergabe, was er endet komisch. Sein wertloses Leben. Bestimmt das Lager der Überlebenden. Doch, schau mal. Ja, er ist noch online. Das ist hart, wenn man das jetzt sieht und dann steht da. Untersuche das Flüchtlingslager. Naja, ich jetzt nicht hart, aber. Wie können wir euch helfen? Aber die Dinge, was in Deutschland auch wer von euch ist Heitaro? Das bin ich. Wohl? Jemand hat das Phantom von Yarikawas Rache gebeten, euch zu töten. Aber warum denn nur? Er ist ein mongolischer Spion. Schleicht sich nachts stundenlang davor. Sagt nicht, wo er hingeht. Ich habe nichts Falsches getan. Wenn ihr den Mongolen helft, ich habe ich das heraus. Das würde ich nie tun. Bitte, lasst es mich beweisen. Ich erkläre es euch. Doch nicht hier. Folgt mir. Ich folge dir auf Instagram. Aber du musst rennen. Ich kann nicht glauben, dass man mich tot sehen will. Ihr solltet euch eher um mich Sorgen machen. Ich bin real, das Phantom nicht. Aber mein Herr, ich hab's gesehen. Wirklich? Wo? Auf der Straße. Drei Banditen wollten mich ausrauben. Das Phantom tötete sie und verschwand. Dann suchen wir mal das Phantom. Hierher komme ich nachts, mein Herr. Ein Grab. Wer liegt hier? Jujiro. Wir standen sein uns Name war Baum. Nah. Doch seine Frau und Familie Raum. Sind im Lager. Ich kann meine Besuche nicht erklären, ohne Moin ihnen weh zu tun. Ich verstehe. Moin, der Kommande. Doch die Menschen im Lager tun das nicht. Gut. Und sie haben Angst. Danke, dass ihr seid dort nicht sicher. Wo soll ich sonst hin? Aber immerhin. Begebt euch nach Ariake. Geht, bevor es zu spät ist. Morgen. Danke, mein Herr.
Das ist doch echt ein Witz. Ich soll nach weißem Rauch suchen, obwohl ich einen gefunden habe. Das wird ein Zeitvertreib sein, so. Das gehört wohl nicht dazu. Also suche ich mal weiter. Denn die Suche ist der Erfolg des Lebens. Wenn es Baum gibt. Aber wenn es keinen Baum gibt. Was gibt es dann? Jetzt war das Baum irgendwie ein Ding geworden. Für mich. Für Leute mit guten, schlechten. Leute, die wo gerade lernen, was Humor und Sarkasmus ist. Werden wohl die Macht des Baumes in sich aufnehmen können. Und bald wird der Stream mehr für mich lohnen. Als ein Baum. So, Spandau. Aber vor Spandau habe ich immer noch Bock, den Rätsel zu beenden. Aber wenn ich nicht weiterkomme, dann höre ich auf. Ach, hoffentlich wird es das letzte Mal sein. Damit ich dreimal den Rauch suchen muss. Dann sag ich, warum? Das ist eine Nachricht für das Phantom von Yarikawas Rache. Die Mongolen versklaven unser Volk. Sie haben am Kushi-Fluss ein Lager, nicht weit von diesem Schrein. Vernichtet sie. Das ist mein Kampf, nicht der des Phantoms. Tja, das Leben ist krass. Selbst in Tushima ist es so. Schildträger. Es braucht großes Können, um sie zu töten. Das Phantom hat die Pferde getötet. Oh, das Pferd habe ich auch schon angeschossen. Lasst mich raus! Bitte, mein Herr! Ganz ruhig, ich befreie euch. So. Du hast uns sonst gefangen. Sag mir, was passiert. Du hast einen Baum angesehen und schon ein bisschen gefangen. Es hat sie alle getötet. Dann ist es fort. Ich dachte, ich würde in einem Käfig sterben. Wer waren die Leute bei den Mongolen? Sie haben mich an sie verkauft. Ihr seid frei. Geht. Oh, danke. Das Phantom ist fort. Vielleicht zu einem anderen Schrein. Und was jetzt?
Pizza an drei unterschiedlichen Orten suchen. Dann kann ich wohl nur die Antwort auf Baum beantworten. Denn Baum ist ein Raum. Innerlich und äußerlich. Ignoriert oder versteht, sind Bäume immer da. Das dahinter dort hoch alle Punkte. Ich hoffe, dass es da noch hoch ist. Die Suche nach dem Rauch. Noch ein Schrein für das Phantom. Wenn hier eine Nachricht war, hat sie das Phantom bereits geholt. Ein Kampf in der Nähe. Ein Kampf. Für Kämpfe habe ich auch die Zeit. Wenn ich Glück habe, kann ich ihn jetzt begegnen. Dann kann ich seine legendäre Technik erlernen. Ist gar nicht notwendig, alle Rüstungen aufzuwerten. Aber wenn diese Rüstung zum Beispiel wichtig ist. Hier lebt schon sehr lange jemand. Von einem Yarikawa-Samurai. Voller Flöhe. Interessant. Banner des Yarikawa-Clans. Von gebildeter Hand verfasst. Doch die Worte sind Unsinn. Fürst Yarikawa soll angeblich noch am Leben sein. Spannend. Opfergaben von den Schreinen für das Phantom. Hat ein Samurai des Yarikawa-Clans überlebt? Ich muss denjenigen finden. Ich muss nach einem weiteren Schrein suchen. Das ganze Rätsel besteht nur damit, man einen weißen Rauch findet. Und jedes Mal, wenn man weiß noch hoch, bei dem man ist, verschwindet er, dann kommt ein neuer. Der Ghost muss wohl wissen, dass ich, na, der
Phantom muss wissen, dass der Ghost da ist. Noch eine Phantomopfergabe. Fürst Sakai ist der letzte seines Clans und ein Diener von Shimura. Führt ihn zum Garten der Götter, damit sie Zeuge seines Todes werden. Ein Gebet an das Phantom. Es soll mich töten. Ich gehe zum Garten der Götter und setze dem ein Ende. Der Garten der Götter. Wenn das nicht mal erstmal ab, ich bin froh davon. Griechische Mythologie. Aber hey, vielleicht hatten die Japaner auch Garten der Götter. Vielleicht gibt es auch Plakaten der Bäume. Fürst Sakai! Sagt mir, wo ich den Garten der Götter finde. Ihr seid nah dran. Haltet Ausschau nach den Götterstatuen, die Sonkaku, der Bildhauer, geschaffen hat. Sie überwachen den Garten. Danke, hat geholfen. Auch wenn es nicht das ganze Beziehung ist, wieder aufmerksam drauf ist. Nice. Das Phantom! Es war gerade hier! Wenn das dieses Garten der Götter ist. Dann ist das hier einfach nice. Vielleicht soll ich mal eine der Technikpunkten verwenden. Nö. Das war knapp. Götterstatuen. Das muss ihr Garten sein. Ein Schrein. Doch kein Phantom. Diese Nachricht ist für mich. Yarikawas Rache erwartet euch. Yippie, der legendäre Kampf kommt. Ihr seid also das Phantom. Ich bin der Wind, der die Asche aufwirbelt. Ich bin Yarikawas Rache. Der Wolf. Ihr vergießt Blut mit einer Technik, die mit einem Verräterclan ausstach. Wer seid ihr? Die Tochter eines Samurai? Habt ihr die Rebellion überlebt? Niemand hat überlebt. Dies ist ein Land voller Geister. Aber ich glaube, es ist schön, wenn es ist immer ein Locker kommt. Wer will mich tot sehen? Die Bauern, die sich vor euch verneigen. Die lächelnden Händler, die ihr bezahlt. Ganz Yarikawa betet für den Tod des Sakai-Clans und Shimura. Nicht alle, einige vergeben. Der Rest fleht weinend um Rache. Ich werde ihnen Trost bringen. Versuch's. Ihr seid schnell. Ihr hättet niemals kommen sollen. Schnell.
Endlich! Rache! Rache ist süß. Nur das Blut nicht. Yarikawa ist euer Grab. Nein, ist es nicht. Ich weiß, wie ich euch besiege. Nein, ihr werdet sterben. Wow. Ihr wart eine große Kriegerin. Doch Zorn macht euch blind für den wahren Feind. Der Tanz des Zorns gehört jetzt mir. Ich werde ihn auch nutzen. Cool, ich habe einen Ton getanzt. Aber immer noch keinen Punkt bekommen. Gehen wir zur Talisman der Verteidigung hin. Und schon geht's weiter. Die Talismane sind für mich die besten. Auch wenn's Baum ist. Doch Baum ist mein Raum. Jo. Die müssen hochkommen. Doch, wir schaffen's nicht. Was macht man dagegen? Lerne springen. Wir schaffen das. Das ist der Sprung ins Unbekannte. Doch. Der will wirklich springen. Das war fertig morgen. Geiler Move.
Ich brauche den Talisman. Doch, was ich finde, ist ein Sackkasten. Oh. Super geholfen. Oder zumindest etwas. Aber ich hätte nicht gedacht, dass so ein Schrein auch mal kompliziert sein kann. Ich gebe den Namen Schrein der Irritierung. Und nicht Orientierung. Ich meine, was bitte soll ich mich orientieren? Einen Baum? Gut möglich, aber Baum ist nicht mein Raum. Baum ist eine Geschichte. Baum ist bäumig. Jetzt bin ich hier irgendwo random gelandet. Und suche noch den verzweifelten Weg des Cheeseburgers. Ah, gut. Hier geht's weiter. Und wenn es weitergeht. Wo ich weiter den Ausgang. Oder den Eingang. Und jetzt. Spring! Und weiter. Jetzt kommt der Moment. Und schon hast du es geschafft. Ja, da kommen wir auch nicht. Auch gut. Ehre im Schrein, dann ehrst du mich. Das ist mein. Im Schrein seht ihr Baum, das ist mein Traum. Aber ihr kennt Doom, dann sagt nur Boom. Und jetzt, was gibt's von euch zu lernen? Dann war nicht Talismane. Eisner Wille. Gegner töten. Hier ist er nicht. Nein. Beep. Na gut, da habe ich noch Fuchsjagd zum haben. Verweise mich auf den weiten Weg, du edler Fuchs. Spaß, ich muss neu spawnen.
Nur weil ich auf den Track geschaut habe, konnte ich nicht mehr den Fuchs verfolgen. Was allerdings noch nervig ist, sind Mücken. Und dann weichst du mir den Weg. Je öfter ich die Füchse ehre, desto eher fließt in mein Schwert. Fuchsi, wo bist du? Ich muss dich noch streicheln. Na gut, dann nicht. Versuchen wir nochmal die Herausforderung zu machen. Haut euch nur! Und? Ja, hat mir weiter geholfen. Dann gehen wir weiter zum nächsten Fuchs. Das wird eine fuchsige Abenteuer. Und folgen wir mal dir auf Insta. Fuchsi, denn ich werde immer noch sehen, wohin du läufst. Aber warum du läufst, kann nur Baum beantworten. Noch zwei Füchse. Hier bist du. Kleine war süß. Und da habe ich wieder einen Fuchs. So viel Fuchs habe ich lange nicht mehr. Da folge dem Fuchs. Da folgst du auch nicht. Ghost of Tsushima. Wenn die Japaner Sushi essen. Komm schon. Ja.
Ein Hoch auf die Füchse. Na gut. Hab da eine Technik. Und mir fehlen noch zwei Dinge. Hierher! Ich suche mal einfach irgendwas auf. Selbst wenn es Baum ist. Vielleicht brauchen wir noch was Spannendes. Neustadt. Komm, los, das geht nicht. Ich liebe schweren Pfeile. Thank you.
Heck. Então. Hat sich ins Vergnügen. So blende ich meine Feinde. Aber ich habe keinen Bock mehr. Deshalb reise ich zum Koschei-Tempel. Und dann gebe ich einen Raid auf. Am besten mache ich es gleich. Verdammt. Ich will auch noch einen Raid machen. Und was ich dann mache, ist keine Ahnung. Hier ist zwar
Doch, pennen. Pennen ist meine optimale Lösung. Und dann mache ich Bambus. Warte mal, ich schaue nach Raid Command. Im Chat. Ah, davor. Nicht so ein Mensch. Was bist du? Ihr wirkt gedankenverloren. Ist alles in Ordnung? Es herrscht zurzeit so viel Angst, mein Herr. Doch es gibt noch Orte der Schönheit, die uns erinnern, was wirklich zählt. Selbst die Vögel wissen es. Ich folgte ihnen zu einem Ort, der mich mit Frieden erfüllte. An solchen Orten schrieb ich früher Haikus. Nirgends konnte ich Geist und Körper vor einem Kampf besser fokussieren. Hoffentlich findet ihr bald wieder Frieden, Fürst Sakai. War spannend. Auf jeden Fall bin ich noch am gucken nach Fat Commands. Ich sehe, dass es einen Raid Command gab. Und dieser Command ist relativ nützlich. Und da kann ich nur Baum sagen. Denn Bäume sind gut. Auch wenn ich letztens gerade nur rumstehe. Und nichts zu. Außer nach dem perfekten. Sachen zu suchen. Und dann. Speere Slow Chat. Und schon kann ich Baum sagen. Host. Doch. Eigentlich müsste es gehen. Versuch nochmal. Wait. Jetzt hier der Monix da. Und schon wieder klappt es nicht. Aber schauen wir uns am Chat vorbei. In seinem Chat läuft es gut. Beziehungsweise habe ich damals einen Namen kopiert für den Raid. Denn ich interagiere auf Handy. Und da ich dann nicht professionell streame, sondern sage ich mal, ein Bell-Extreme. Spaß. Kann ich auch nur Baum sagen. Denn Baum ist lebenswichtig. Denn durch Bäume können wir leben. Denn wenn wir nicht durch Bäume leben, dann woher die Äpfel? Und jetzt sage ich nur bis dann.